Hey Leute, es gibt ein neues Minigame in Mädchen 2 und das stelle ich euch jetzt mal vor. Das Interface. Oben links ist eine Fläche von 5x5 verdeckten Karten. Unten sind weitere Karten mit einer Wertigkeit von 1 bis 5 plus einen König. Und oben rechts ist jeweils Platz für eine Karte von unten und für eine verdeckte Karte. Die Regeln. Die unteren Karten werden nach der Reihe eingesetzt, das heißt zuerst alle 1er-Karten, danach alle 2er-Karten und so weiter. In dem 5x5-Feld sind verdeckte Karten mit denselben Wertigkeiten. Man bekommt Punkte für aufgedeckte Karten, wenn die Karten gleiche Wertigkeiten haben oder wenn die aufgedeckte Karte eine kleinere Wertigkeit hat als die Karte von unten. Wenn beide Karten gleiche Wertigkeiten haben, kriegt man Punkte, allerdings wird die Karte von unten zerstört und man muss eine neue hochholen. Wenn die aufgedeckte Karte kleiner ist als die Karte von unten, darf man die Karte von unten behalten und kriegt trotzdem noch Punkte dafür. Wenn allerdings die aufgedeckte Karte größer ist, wird die Karte wieder umgedreht plus die Karte von unten wird zerstört. Bei der Karte 5 und bei den König sind die Regeln ein wenig anders. Bei der 5 kriegt man bei genau denselben Regeln Punkte, allerdings darf im Umkreis von der aufgedeckten Karte keine andere 5 sein, ansonsten wird die Karte zerstört und man bekommt auch keine Punkte. Der König stellt den letzten Zug dar. Sobald man diesen hochgeholt hat, ist das definitiv der letzte Zug und mit dieser Karte bekommt man auch nur Punkte, wenn man in dem 5x5-Feld den anderen König entdeckt hat. So, genug Theorie. Wir machen jetzt mal ein Spiel. Und ihr seht, hier gibt es noch eine kleine Besonderheit, wenn man also quasi das Spiel starten will, kann man nur aussuchen, ob man direkt ein Kartenset spielen will oder 5. Das hat dann keinen anderen großen Einfluss, sondern man macht dann nur ein Game, kann aber quasi 5 Truhen gewinnen. Einfach aus Zeitgründen, wenn man nicht jedes einzeln spielen will. Dann kann man hier zum Beispiel dann hoch bis auf 5 machen und dann werden euren 5 Kartensets abgezogen. Man kann dann aber nur ein Spiel spielen und wenn man dann quasi nur Punkte für eine bronzene Truhe hat, kriegt man dann direkt 5 bronzene Truhen. Wenn man aber silberne Punkte hat, kriegt man auch 5 silberne Truhen und auch goldene. So, wir fangen direkt mal an. Das heißt, wir starten, machen einfach mal 3 Kartensets. Und ihr seht, man muss direkt mit der 1 anfangen. Das heißt, immer erst alle Einsen, dann alle Zweien, dann alle Dreien, dann alle Vieren. Und ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben ja hier ein 5x5-Feld, hier haben wir auch ein 5x5-Feld. Und ja, ich habe mir halt so überlegt, okay, wir kriegen ja immer mit, was die verdeckte Karte ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier nur eine 1 haben, aber hier eine 2 kommt, dann wissen wir zum Beispiel schon mal, dass wir hier eine 2 positionieren können. Und wenn wir dann gleich die dritte Karte haben, dann können wir die, ohne eine Karte zu verlieren, direkt umdrehen und unsere Punkte machen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich schnibbel das dann so ein bisschen zusammen. Let's go. Wir haben eine kleine Besonderheit tatsächlich jetzt gerade. Denn wenn eine 5 in der Nähe ist, bekommt man Bescheid. Im Chat quasi, das steht dann da unten. Das heißt, hier in der Reihe ist keine 5 und hier in der Reihe ist keine 5. Damit kann man schon mal was anfangen. Dann würde ich sagen, dass wir hier weitermachen. Und dann wissen wir, ob hier eine ist oder hier eine ist. Weil hier kann ja keine sein. So, wir machen mal weiter. Und in der Nähe, ihr habt es gesehen, ist eine 5. Das heißt hier, hier oder hier. Das markieren wir uns tatsächlich direkt mal. So, das heißt quasi wie so Minesweeper, wer das noch von früher kennt. Dann markieren wir uns jetzt mal, da ist definitiv eine. Dann machen wir da noch... Okay, dann wissen wir tatsächlich, wo die 5 ist, denn hier war keine Meldung. Das heißt, hier und hier kann sie nicht sein, das heißt, es kann nur hier sein. Ich spiele ja gerade nicht auf Punkte, das heißt, ich zeige euch das einfach mal. So, da ist die 5. Tada. Hier war auch noch eine 3. So, da haben wir jetzt hier gut Punkte bekommen und ihr seht, ich habe jetzt hier eine Reihe voll gemacht. Das heißt, ich kriege nochmal 10 extra Punkte wegen Bingo. So, hier kann ich dann auch noch alles abholen. Und ich habe ein zweites Bingo, das heißt hier auch nochmal 10 extra Punkte. Jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich jetzt hier in der Gegend eine Karte drücke oder hier in der Gegend eine Karte drücke, bin ich sofort die 5 los. Das heißt, ich habe dann quasi nur noch hier die beiden. Da wir aber eben nicht Bescheid bekommen haben...
dass hier noch eine andere 5 ist, ist sie wahrscheinlich hier, hier oder hier. Ach, das heißt, wir können mit der 5 quasi keinerlei Punkte mehr machen. Okay, wir haben Glück. Da können wir noch. Aber hier wird die jetzt irgendwo sein. Habe ich sie gefunden. So, der König noch. Das ist halt so die letzte Trumpfkarte. Ich habe jetzt nur diesen einen Zug und wenn ich nicht den König treffe, haben wir leider nicht aufgedeckt bekommen, dann kriege ich keine extra Punkte und damit dann eine bronzene Truhe. Wir wissen, da und da kann sie nicht sein. Da meine ich, hatte ich schon aufgedeckt. Wir machen mal hier. Schade. So, König wäre da oben gewesen. Das heißt, wenn ich da aufgedeckt hätte, hätte ich nochmal 100 extra Punkte bekommen. Aber so haben wir leider nur eine bronzene Truhe. Obwohl wir direkt rausgefunden haben, wo zwei Fünfen sind. Ihr seht, es ist wirklich nicht einfach. Aber jetzt zeige ich euch noch den Loot. So, wir machen direkt mal zusammen ein paar bronzene Truhen auf. Das ist wirklich nichts Spektakuläres. Wie gewohnt, Young EXP und andere Kartensets, wenn man Glück hat. Wir machen es einfach mal auf. So, da haben wir ein Kartenset und sonst nichts Überraschendes. Young EXP, ja, quasi der Trostpreis, ne? So, silberne. So, bei den silbernen machen wir es jetzt ein bisschen anders. Ich mache jetzt hier die 50 Kisten auf, zeige euch aber nicht den kompletten Inhalt. Einfach, damit nicht alles direkt gespoilert wird. Ich zeige euch so ein paar Highlights, nicht alle Highlights, aber so ein paar. So, ich mache die jetzt mal auf und dann bis gleich. So, hier haben wir ein paar Sachen, nicht alle Sachen, aber so ein paar. Kartensets bekommt man daraus auch. Dann hier noch Cordraconis Nobel, Cordraconis Normal, magische Steine, sehr interessant. Dann Teleotto-Riege und Affeneier. Jetzt machen wir noch die goldenen, bis gleich. So, zu guter Letzt noch die goldenen Truhen. Ich habe hier noch wieder so ein paar Highlights zusammengepackt. Es sind nicht alle Highlights, es gibt noch andere, aber die möchte ich nicht zu sehr spoilern. Wir sehen hier Feuerwerkskreisel. Trotzdem noch Kartensets in den goldenen, das wäre ärgerlich, wenn man das dann rausbekommt. Aber hier Drachentruhen mit Cordraconis, da sind immer 11 Stück drin. Sehr interessant. Dann hier Stein des Schmiedes, grüne Drachenbohnen, Cordraconis Mystical. Da haben wir jetzt einen antiken Rubin und einen raren Diamant zum Beispiel rausbekommen. Auch sehr interessant. Noch zwei Siegel. Einmal mit Damage-Reduzierung 10%. Ja, doch. Auch ganz gut. Und der Sturmtiger. Ja, 10% gegen Crit. Sind jetzt nicht die geilsten Boni, aber haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt das Video soweit verstanden. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, das war's dann von mir. Ich bin raus. Bis denn. Grüße, Fossi.